Willkommen zurück zu einem neuen Part von Little Nightmares 2. Wir waren stehen geblieben bei Part 3. Und es geht weiter hier. Keine Ahnung, wie man das hier nennt. Aber auf jeden Fall regnet es wie aus Eimern. Grafisch ist das Spiel ja wirklich tippitopp, hey. Grafisch. Hier kommt man nicht durch. Dann gehen wir doch mal unten links. Ein bisschen erwartet uns noch. Ich würde jetzt behaupten, wir sind circa bei der Hälfte vom Spiel. Ich hoffe, das haltet es aus. Okay, offenbar müssen wir das erstmal zumachen, okay. Hä? Was überhaupt richtig hier? Okay, man muss wieder nachdenken. Weiter kommst du aber nicht. Kann man gut vorstellen, dass man hier hin muss und da muss man darüber springen. Ja. Das ist ein Schalter hier? Nee. Ein Papierbötchen. So. Warum bleibt die hier stehen? So, hier geht es rein. Oh, die Kleidung. Die Kleidung von Six. Hat er hier gehaust?
So, jetzt muss man das hier bestimmt schieben, ja. Dann kommen die hier rein. Hier hinten haben wir ein Bett. Sieht nach einem Krankenhaus aus. Oh oh. Na toll. Mal gucken, was mich hier in dieser Etappe erwartet. Hier kann man nichts machen. Oh mein Gott. Scheint der Aufzug zu sein oder irgendwie. Was in der Richtung. Das war noch mal echt knapp. Und geschafft. Okay, damit geht also der Strom aus. Frage ist, ob man das woanders braucht. Der Tür passiert schon mal nichts. Ah ja, gut, dass ich es rausgemacht habe. Oh mein Gott. Hier komme ich nicht raus, okay. Gruselig, gruselig. Gott, es ist ja ganz dunkel hier. So, hier geht es nach oben, wenn ich das richtig sehe. Ne, doch nicht. Irgendwas wird kommen jetzt. Irgendwas wird kommen. Werde ich einen halben Herzinfarkt kriegen. 100 Pro. Eine Schere haben wir hier. Es sind aber auch überall Wege. Wenn man da wirklich runterlaufen kann, dann ist das doch schon relativ groß. War das? Hallo Niora, willkommen. Es geht gruselig weiter im Krankenhaus. Aber bisher habe ich noch nichts entdeckt von einem Schlüssel oder ähnlichem.
Okay. Ah, hier braucht man was, um da was hochzuwerfen. Ah, wieder so eine Klotze. Ja, mal wieder den nächsten Fernseher. Das. Frag mich, was das bedeutet mit dem Fernseher. Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, was das genau heißt. Okay. Oh mein Gott. Bin ich zwar hier, aber... Ah, das ist so wie ein Portal jetzt, kann das sein? Ich glaube, jetzt geht's erst... Ah gut, die Lampe habe ich noch. Frontcam-Bilder. Mehr Teddybär. Ein Hase. Komm her, Hase. Da oben sehe ich eine Maske. Cool. Dein Hut, er gesagt. Ich habe schon ziemlich viel verpasst, leider. Sehr schade. Nichts. Plüschtiere. Auch nichts. Ein Plüschtier haben wir noch.
Ja, hier ist tatsächlich was drin. Hier, ja. Und wie komme ich da an das Büschtier ran, an den Schlüssel? Wie komme ich an das Kindersch... Wie komme ich jetzt da ran? Wahrscheinlich muss ich den runterbringen und verbrennen. Kann das sein? Muss ich den jetzt verbrennen? Oh mein Gott, ey. Was ist das für ein Rätsel? Eine total irre. Ein mit dir, Blüschteddy. Und jetzt geht's dir an den Kragen. Oh mein Gott, da ist der Schlüssel. Endlich habe ich ihn. Was für ein Rätsel. Wahnsinn. Darauf muss man erstmal kommen. Ja, richtig krank. So, die verschlüsselte Tür war oben rechts. Naja, fliegt noch über das Spielzeug. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Kann ich also nicht. Da brauche ich die Räuber leider. Muss Ausschau halten nach den Sicherungen. What the heck? Oh mein Gott. Jagt mal das Angst ein. Überall Puppen. Was ist das? Eine Hand? Voll irre. Oh mein Gott. Scheiße. Boah. Ah! Schnell! Gott!
Was erwartet mich denn noch? War noch irgendwo hier eine Hut oder eine Mütze? Nein, nichts. Oh nein! Und wieder eine Hand. Oh, hoch hier. Wo muss ich denn hin? Ah, das ist die Sicherung. Da muss ich rauskommen. Hier ist die Sicherung. Wo muss ich denn hin? Wow. Wir haben es geschafft. Unglaublich. Mein Gott, wie gruselig. Gehen wir davon aus, hier drin werden wir die zweite Sicherung bekommen. Ich will gar nicht wissen, was mich hier drin jetzt erwartet. Hier haben wir auch noch eine Sicherung. Okay, hier werden wir nicht durchkommen. Das heißt, wir müssen dann... Naja. Muss dann quasi hier durch. Nein, was ist passiert? Oh oh. Was? Die Puppe bewegt sich? Was? Oh mein Gott. Das wird erst der Anfang sein. Scheiße. Viele Puppen. Kommen wir jetzt früh und 100 pro viele Puppen. Na toll. Keine Ahnung, welches sich davon bewegt und welche nicht. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Loch in der Tür. Oh. Viele Puppen. Gehen mal unten entlang. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Okay, hier ist nichts mehr. Hier kommt man auch nicht weiter. Das heißt, ich muss durch den Raum durch, wo die vielen Puppen sind. Ach, sehr gruselig. Gott.
Scheiße, da ist schon eine. Zwei sogar. Scheiße, brutal. Oh mein Gott. Normalerweise. Hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ah, okay. Geht auch. Gott. So geht das also, okay. Sich hin. Da irgendwas hier? Nein. Ah, da oben. Toilette ist ja ekelhaft. Gut, dass ich davor mal noch auf dem Klo war, wo sie sauber war. Mein Gott. Seife. Das hätte die Bude auf jeden Fall mal dringend nötig. Hallo Resident Evil, guten Abend, schön, dass du da bist. Hallo Sabrina, wie geht's dir? Willkommen zur Gruselstunde. Alles sehr ästhetisch aus. Hier kann man nichts rütteln. Putzeimer, okay. Seife. Schauen wir gerade, ob ich noch hier irgendwas finde, aber ich finde hier eigentlich nicht wirklich viel. Ein Schwamm ist hier noch. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Hier haben wir einen geheimen Durchgang. Okay, das ist ziemlich widerlich. Gut, soweit. Muss leider noch Farid raus. Ah, okay. Was macht ihr?
Ne, hier ist nichts drauf. Aber dunkel will ich nicht lassen. Ich will schon gerne Licht haben, aber ich weiß nicht, ob das was auslöst. Wenn man das dunkel lässt. Kann jetzt zwar packen, aber es bewegt sich nichts. Ah, cool. Bist du von der Arbeit gekommen gerade? Vielleicht muss ich doch mal das Licht ausmachen. Vielleicht passiert doch irgendwas. Gott. 100 Pro. Sitzt der jetzt auf dem Sessel, oder? Ah, da ist das Loch da oben an der Tür. Okay. Sehr schlau. Ui. Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott, wie viel sich da bewegen? Scheiße. Hallo, ihr Mumien. Oh mein Gott, wie viele das sind! Was? Und das soll man durchkommen? Wollen die mich jetzt verarschen? Gott, wie das aussieht. Mein Gott, ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Was für ein kranker Scheiß.
Boah. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber was meint ihr dazu, liebe Zuschauer? Krass, oder? Da kriegt man schon ein bisschen Angst. Boah. Geht weiter. Im Gruselkabinett. Was ist das für ein Geräusch? Da jemand, als irgendjemand. Nein. Ah, muss ich die Hand kaputt schlagen? Kann das sein? Ey, ich schlag zweimal daneben, behindert. Zweimal schlage ich daneben, so ein Fuck. Hä, geht das überhaupt kaputt? Ah, die kann man kaputt machen. Geschafft. Wahnsinn. Die Masken. Das? Gott, das für ein Kranker. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Typ? Unentdeckt bleibe. Thank you.
Nein. Oh nein, da komme ich gar nicht raus. Shit. Wo muss ich denn raus? Da hinten wahrscheinlich. Ne, ich muss den Knopf aktivieren. Ich sehe deinen Knöpfle. Oh mein Gott. Soll ich denn das schaffen? Was zum Werfen. Oh, wo bekomme ich was zum Werfen her? Ja, ist mir gut. Ah, da hinten. Oh, sau schwierig. Warte mal nochmal. Das Teil habe ich auf jeden Fall. Lauf! Hä, wie willst du das schaffen? Was? Willst du das schaffen? Okay, obwohl. Er geht jetzt hier rein. Er denkt, wir wären jetzt hier. Vielleicht geht er wieder zurück. Oh, jetzt geht er darum, okay. Ich hätte auch hier rund drunter gehen können, hier hätte er mich auch nicht gefunden. Gehen wir mal hier hoch. Ich kann mir gut vorstellen, in der Freiheit sind wir noch nicht. Da muss ich aufpassen. Ich bin. Oh nein, das sind Löcher. Boden sieht mir nicht sehr stabil hier aus. Hier muss ich auf jeden Fall runter. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Oh nein. Das heißt, dann wird noch eine richtige Hürde auf uns zukommen. Ah, okay. Ah, ich komme hier auf die andere Seite.
Ist ja cool. Jetzt sind wir in einem Leichenschauhaus, wo die verbrannt werden. Da oben haben wir den Schlüssel. So, die Frage ist, wie kommen wir hier hoch? Ja, ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie das klappen könnte. Hier auf den Schrank drauf, auf das Becken wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Ach, man kann da hochklettern. Ah, wahrscheinlich das rausziehen hier. Dann von hier nach hier. Das ist schlau. Von hier nach hier, dann hier auf den Tisch drauf. Dann muss man offenbar wohl hier rüberspringen, wie es scheint. Von hier aus bis hier aus rüber zu springen, ist schon fast unmöglich. Wir probieren's. Blätter auf Leichen rum. Bleibt doch schon mal bisher ganz gut. Oh nee. Ah, auf den Schrank hoch und dann da. Okay, das ist schlau. Das ist sehr schlau. Sauber. Wir haben den nächsten Schlüssel. Dann zieh mich mal bitte wieder zurück. Okay, wahrscheinlich hier hochklettern, oder? Nein, geht nicht. Ah, dann haben wir wahrscheinlich den Schrank da hoch. Oder bei den Schubladen. Dann hier rein. Haben wir es geschafft in die Freiheit oder nicht? Oh nee, da ist er schon wieder. Unser Freund. Hier oben haben wir die Sicherung. Ich sehe die Sicherung. Da, die müssen wir jetzt holen. Sollen wir das denn schaffen, ey? Wir können eigentlich im Prinzip auch gerade abhauen. Aber ich kann immer überlegen, wie ich die Sicherung holen soll. Da muss man dann irgendwie weglocken. Hey. Hier haben wir oben einen Schalter. Ah, offenbar muss ich mich hier auf den Schalter fallen lassen.
kommt jetzt. Und mich da unten finden wird. Alles ist am Mai. Das ist meine Chance. Komme ich an die Sicherung ran? Nichts hier weg hier, jetzt auf geht's! Da bemerkt es mit Sicherheit gleich. Scheiße. Oh oh. Renn. Und tschüss mit dir. Das war er. Den haben wir verbrannt und verkohlt. Oh mein Gott, ey. Einfach nur Wahnsinn, dieses Spiel. Einfach nur Wahnsinn. Haben wir es geschafft? Mega gut. Und Bali, wie war dein Tag heute? Hast du es gemacht? Haben wir es geschafft jetzt, das Kapitel? Da unten noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht mehr, nein. So, ich hoffe, wir können jetzt diesen gottverlassenen Ort endlich... Jawohl, wir haben es geschafft. Mein Gott. Aber wo bleibt... Glaub's nicht, wir haben es geschafft. Eine Stadt, die im Zerfall ist.
bearbeite an meiner Thesis. Ah, okay, schön. Und hast du Seven vs. Wild angeschaut? Oh mein Gott. Er hat sich einfach mal umgebracht, wie es aussieht. Ich frag nur, weil du letztes Jahr davon geredet hast, deswegen. Gott. Wir gehen durch die Wohnhäuser. So Leute, das war's auch mit diesem Part von Little Nightmares 2. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Part ein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst gern Daumen da für dieses Video und auch gern ein Abo für die weiteren Videos und Projekte, die folgen werden. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.